Ich hasse es, diese durchsichtigen Glitzerblusen. Dann würde ich sagen... Zehnte Mal. Auch zehnmal. Nee. Ja. Ich stehe zu meinem Alter. 48. Hallo Claudia, grüß dich. Ja, du kannst nichts für deinen Namen, du heißt Thomas, den mag ich nicht besonders gerne, aber passt schon. Wir können einfach mal sagen, ich heiße jetzt für das Interview irgendwie so Stefan oder Florian oder irgendwas anderes. Stefan. Okay, nehmen wir Stefan. Nehmen wir Stefan. Claudia, sag mal. Hi Stefan. Hallo. Sag mal, heute ist der letzte Wiesentag, du im Käfers, die Wiesen Revue passieren lassen. Was war für dich die Wiesen 2013? Ich liebe die Wiesen, ich liebe die Dirndl, ich liebe Dirndl. Und ich mag meinen Mann in Lederhose und leider ist er heute nicht dabei, weil wir haben heute wirklich am letzten Tag einen Madeltisch. Ach, also sozusagen eine Hippodrom Sixtwiesen jetzt im Käfer. Ja, aber in kleinerer Ausführung. Die gehen übrigens gerade hinter deinem Kameramann her. Ah, jetzt hat. Ja, guck, da winken sie alle. Hallo, servus. Und da aus Leipzig und aus München. Aus München, hallo. Das sind alles meine Wiesenmadels. Wie oft wart ihr denn auf der Wiesen dieses Jahr? Ja, soll ich das echt sagen? Ja, dann verrate ich das. Heute. Ja, dann würde ich sagen. Zehnte Mal. Auch zehnmal. Nee. Ja. Jubiläum eigentlich. Aber du hast ja einen Job. Ja, das stimmt, aber auch privat. Ich verbinde das ja immer. Erst arbeite ich. Auch privat. Aber jetzt, weißt du, vor der Kamera, da arbeitest du ja auch so indirekt für uns mit. Ja, hast du recht. Ja, hast du recht. Sag mal, du hast gerade gesagt, du liebst Dirndl über alles. Du hast ja immer sehr, da winkt einer, ja, schön. Du hast auch immer sehr ausgefallene, sehr schöne Dirndl an. Also jetzt bist du dann eher, wo du sagst, das Traditionelle ist nicht so deins, sondern eher vielleicht so das Ausgefallene. Also ich habe immer eine Baumwollbluse an. Ich hasse es, diese durchsichtigen Glitzerblusen. Finde ich eine Katastrophe und ich mag es auch nicht, wenn man kurze Dirndl trägt. Okay. Vor allen Dingen, ich werde ja jetzt gehe auf die 50 zu, ich bin ja jetzt schon 48. So, ich stehe zu meinem Alter, 48, also 35 eigentlich, ja, genau. 35. Ja, nein, also 48. Aber ich finde es eben bescheuert, so diese kurzen Dirndl. Sag mal, die Hotspots auf der Wiesn. Also jetzt alle Zuschauer, die das jetzt zu Hause sehen, die müssen sich auf 2014 vorbereiten. Was ist so dein Tipp an alle Zuschauer? Weinzelt, Käfer. Weinzelt und Käfer. Weinzelt und Käfer. Und nochmal Käfer. Und nochmal Weinzelt. Hatten wir Käfer schon? Nee, Käfer hatten wir auch noch nicht. Käfer, auch. Käfer und Weinzelt. Super. Die Abschlusslage noch. Promi Big Brother, hast du das verfolgt? Nein. Wäre das was für dich? Nein. Wurdest du schon mal angefragt? Ja. Und wir sehen dich dort auch nicht. Never, ever, 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 never, ever, 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 ever. Was verbindest du mit der Brezel und mit dem Oktoberfest? Und dann feiern wir gleich weiter. Ich bin aufgebrezelt und ich mag Brezen. In diesem Sinne, vielen Dank an Claudia Effenberg und viel Spaß auf der Wiesn. Peace out. Yeah. Thomas. Oh mein Gott. Stefan und wie auch immer.